Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute, Freunde, wieder ein kleines Unboxing. Ihr wisst, so kleine Unboxings sind sehr nice, so zwischendurch einfach mal ein paar interessante Pieces zum Auspacken, die natürlich auch in LPUs und so weiter vorkommen werden. Deswegen könnt ihr das sehr gerne abonnieren, würde mich natürlich sehr unterstützen. Genau, das dazu. Und heute haben wir ein sehr nice Piece am Start. Ich habe wieder Kopfschmerzen gehabt. Ich habe das Piece auf Grote gekauft, also so eine Sneaker-Webseite. Habe da 430 sowas in den Dreh gezahlt. Kam dann spontan, habe ich nicht gewusst, no joke. Kam dann nochmal saftig 100, 120 Euro Zoll drauf. Hat auf jeden Fall sehr geschmeckt. Muss ich hier auf jeden Fall sagen, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also Grote hat null kommuniziert irgendwie, dass man da Fees zahlen muss. Ja, hätte ich mich vielleicht selber informieren sollen. Naja, ist zu spät jetzt, was wir mal machen, ist passiert. Trotzdem sehr ärgerlich natürlich, 120 Euro nochmal drauf zu zahlen. Das war nicht geplant und ist auch viel zu viel. Trotzdem ja, habe ich den Schuh und den packen wir jetzt gemeinsam aus. So Freunde, ich habe den Schuh. Da sind ein paar viele Sticker, deswegen zeige ich euch mal nur die Seite. Also ist wirklich so eine Standardverpackung. Ist Double Box natürlich, also das wäre dann auch der Knaller, wenn das nicht mal Double Boxed wäre. Genau, aber sollte man im Gegensatz zu anderen Verpackungen, die ich schon aufgemacht habe, so, kein Problem. Und dann kommt uns schon der Karton entgegen. Ich packe den schon mal aus hier. So, das ist der Karton, bisschen verstaubt. Es geht aber auch nicht um den Karton, sondern um den Schuh. Und wenn ich euch die Seite schon zeige, wisst ihr, um welchen Schuh es sich handelt. Es ist der Comme des Garçons Air Force Inner Size 45,5. Ich habe mir sagen lassen, dass der ein bisschen kleiner ausfällt. Und der Schuh ist krass. Ich bin ehrlich, da wo der rausgekommen ist, fand ich den jetzt ja, so okay. Viele haben den übelst krass gehypt, habe ich nicht verstanden. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, sehr, sehr, sehr krasser Schuh. All in habe ich jetzt irgendwie 500 Euro gezahlt. Auf jeden Fall viel zu viel für einen Schuh. Ich werde den wahrscheinlich, wenn ich die Chance habe, werde ich den sellen. Ansonsten trage ich den halt wahrscheinlich eher seltener, weil ich halt schon den Wert noch behalten möchte von dem Piece. Aber trotzdem auch auf jeden Fall, macht sich cool im Zimmer so wenigstens das. Naja, gucken wir uns den Schuh an. Wie gesagt, Packung schlicht schwarz, Nike. Wir holen den Schuh mal raus. Ich bin sehr gespannt. Ich finde den Schuh auch übertrieben krass so. Genau, machen wir das mal auf. Da kommt dann hier so ein Gold Verified Zeichen. Genau, und hier haben wir den Schuh. Ihr bekommt dann natürlich den ersten Einblick. Das ist der Schuh. Unglaublich schöner Schuh, no joke. Ich hol den mal raus. Bin auch auf die Quali sehr gespannt. Und genau, der ist Deadstock auf jeden Fall. Das war mir ganz wichtig. Und dann holen wir nochmal den zweiten Schuh raus. Der ist auch hier. Packen wir den mal aus. Wie ihr seht, ist es kein normaler Air Force, das ist eine Zusammenarbeit mit Comme des Garçons. Ist halt so ein bisschen deconstructed und ist vor allem mit, also ja, etwas höher, ne? Ihr seht es schon. Und der erinnert mich einfach auch ein bisschen so an diesen, an den Off-White Jordan 4er vom Colorway her, von diesem deconstructed hier. Ist alles auch ein bisschen offen und ich muss sagen, der Schuh ist halt, der ist crazy, der gefällt mir extrem gut. Kann man sehr gut kombinieren, ist auch noch Deadstock, so wie ich sehe, also da kann natürlich immer was passieren, dass er doch mal getragen ist und trotzdem durch den Prozess durchkommt, ist hier nicht der Fall, also sehr nice. Genau, was haben wir für Details? Natürlich, wie man es schon sehen lässt, hat man hier einfach dieses Constructed Leder, das dann noch drauf genäht wurde, was halt wirklich super nice aussieht. Hier bei dem Swoosh vor allem haben wir noch zusätzlich so ein bisschen Leder dran, das zieht sich so durch den ganzen Schuh durch. Und das alles halt in so einem beige Off-White gehalten, also auch sehr schöner Sommerschuh. Das Ganze wurde dann noch so veredelt mit dieser Schnalle, wie es bei Jordans, was glaube ich, bei Air Force Mids natürlich üblich ist. Die kann man dann natürlich hier so rausziehen. Ich mache das Ganze mal so, also jetzt ist die Schnalle halt so freimäßig. Kann man natürlich so rocken, wie man möchte. Ich finde den Look sehr cool, gerade mit diesem Comme des Garçons nochmal hier. Finde ich echt krass und der Schuh ist halt auch schon extrem gestiegen im Preis, also ich denke, der wird halt weiterhin auch noch weiter steigen, so deswegen wäre das auch so ein potenzieller Sneaker, den man stocken könnte. Mal gucken, vielleicht werde ich ihn ein, zwei Mal rocken oder auch öfter, wenn er mir halt echt komplett taugt. Also mir taugt er sehr, aber halt ob ich den auch gut kombinieren kann, das ist dann halt immer die andere Frage. Was ich auch direkt sagen kann,
Die Lederqualität ist krass. Also die, nicht zu vergleichen, null zu vergleichen mit den normalen Air Force. So ein weiches Leder, sehr, sehr krass. Ja, extrem krasser Schuh. Ja, Freunde, das zu dem Unboxing, zu dem kommende Gazelle Air Force One mit. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wird natürlich, beziehungsweise was heißt natürlich, gehen wir stark davon aus, dass die tendenziell eher positiv ausfallen wird, weil das halt schon ein massentauglicher Schuh ist. Genau, trotzdem einfach mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns wie immer dienstags um 14 Uhr oder samstags um 13 Uhr hier auf dem Kanal mit einem neuen Video. Sehr gerne auch meinen Twitch auschecken, @LuisOnStream, auch unten verlinkt, deswegen, ja, keine Sorge. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, hier auf dem Kanal wieder. Haut rein, Freunde, bleibt gesund. Peace.